Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag, erstmal wieder am Start, und zwar bei der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um ein Kabel, und zwar dieses Mal das erste echte Thunderbolt 3 Kabel von Cable Matters. Und Thunderbolt 3 wird an der Stelle hier auch unterstützt mit maximal 60 Watt und 20 Gigabyte per Second. Dementsprechend ist das hier also ein Mittelklasse-Kabel. Es gibt auch eine Version mit 40 Gigabyte per Second, aber dazu später mehr. Jawohl, direkt erstmal falsch aufgerissen. Wie kriegen wir das hier eigentlich fehlerfrei auf, ohne dass wir hier irgendwie was beschädigen? Das ist immer manchmal so eine Frage. Man muss einfach kräftig ziehen. Das ist so festgeklebt hier, das Zeug. Okay, wichtig ist, das Kabel bleibt unversehrt. Da kommt es dann auch schon raus. So, das ganze Kabel hier gucken wir uns mal ganz kurz auf der Amazon-Page an. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Kabel von Cable Matters. Einmal haben wir die 40 GB per Second und die 20 GB per Second. Warum die 20er teurer ist jetzt als die 40er, weiß ich jetzt persönlich auch nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei der 20 GB per Second, weil es, wie gesagt, hier oben ja so eingeblendet ist. Gucken wir mal ganz kurz rein, was uns das Kabel jetzt hier bringt. Das gibt es natürlich in unterschiedlichen Längen. Ich habe jetzt hier die 1 Meter Länge. Und es ist jetzt hier gerade aber in der 2 Meter Länge abgebildet, deswegen wird es auch wahrscheinlich so sein. Aber es ist eigentlich auch ein Witz, weil der 1 Meter kostet irgendwie nur ganz wesentlich weniger. Komische Sache. Na gut, wie dem nur auch sei, auf jeden Fall ist das USB-C 3.1, wie man hier unschwer erkennen kann. Und mit 20 GB per Second kann dieses kleine Gerät dann auch schon unheimliche Daten übermitteln. Es lässt sich, wie gesagt, schnell drüber aufladen, ob das jetzt hier Smartphones sind oder Laptops sind oder sonstige Geräte. Das sieht man jetzt hieran schon mal. Das USB-C-Kabel, was alles bietet. Dementsprechend können wir darüber natürlich auch 4K-Dateien übertragen. Das werden wir dann nochmal testen, indem wir 4K mit 60 Bildern die Sekunde vom Galaxy S9 Plus aufgenommen abspielen werden. Sollte kein Problem darstellen. Ansonsten haben wir jetzt hier die Möglichkeit, man sieht es ja hier im Gegensatz zu USB 3.0, die vierfache Geschwindigkeit rauszuholen und mit maximal 100 Watt per USB-C die Stromversorgung zu sichern. Kann ich jetzt leider nicht darstellen, da ich kein USB-C-Gerät habe, welches mit 100 Watt laden möchte, beziehungsweise was Strom verbraucht, und der Lenovo Yoga verbraucht ja maximal 45 bis 60 Watt. Ganz wichtig hier, der Blitzanschluss steht für Thunderbolt oder Thunderbolt 3 bezüglich. Dementsprechend können wir dann auch mal sehen, was denn da so machbar ist. Wir nehmen jetzt mal spaßhalber, wie immer obligatorisch, einmal ein Ladegerät, damit wir auch sehen, dass die normalen 45 Watt Powerbanks sich hier drüber befeuern lassen. Schauen wir mal ganz kurz rein, was da passiert. Auch das ist kein Problem für das Gerät. Die 45 Watt gehen rein, die 19,8 Volt mal 2,1 oder 2,20 Ampere. Dann sind wir bei ungefähr 43 bis 45 Watt. Ist also kein großes Problem für das kleine Gerät jetzt hier. Also das Kabel macht auf jeden Fall einen zuverlässigen Job. Ganz interessant wird es dann aber, wenn wir eine 4K-Bilddatei mit übertragen möchten. Und zwar mit Hilfe des Kabels, was ja HDMI völlig überflüssig macht. Dazu kommt der Lenovo Yoga 720 jetzt zum Einsatz. So, da wir jetzt einfach versuchen wollen, das Display von dem Lenovo Yoga 720 einfach zu verdoppeln, gehen wir jetzt über den Thunderbolt 3 Port rein. Das ermöglicht uns also, dass wir das Gerät jetzt hier ganz einfach spiegeln. Und dann dürfte das auch kein Problem darstellen. Das tut es auch an der Stelle nicht. Das heißt, wir rücken nochmal ein kleines Stück weiter zurück, dass wir es auch so einigermaßen mittig haben. Okay, Stromversorgung ist also hergestellt. Das heißt, jetzt wird mein Lenovo über USB-C geladen. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Bei 94% und wird geladen, wie wir hier sehen können, an dem kleinen Steckersymbol. Das ist sehr gut. Der Hinweis von dem LG-Monitor, verwenden Sie nur die mitgelieferten Eingangskabel, ist soweit schön und gut gemeint. Allerdings ist es hier relativ egal, da das kleine Gerät sich dann sowieso damit abfindet. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie darüber eine Full-HD-Datei mit 60 Bildern die Sekunde aussieht. Daran kann man sehen, es läuft auf jeden Fall schön flüssig und synchron, gibt keine großen Verzögerungen. Das ist soweit echt genial. So muss das dann auch sein. Ich habe natürlich auch noch eine 4K-Datei mit 60 Bildern die Sekunde. Und um das Ganze nochmal zu vergleichen, wir haben jetzt hier die 4K-Datei, wie ich es bereits angekündigt hatte. Die hat jetzt hier die Auflösung, die wir brauchen. Bei 1 Minute 20 sind die natürlich schon etwas größer, haben natürlich auch 4K und 60 Bilder die Sekunde. Und bei knapp 700 Megabyte, also das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer, was denn da an Datenrate durchgeht. Wenn wir jetzt hier die Full-HD-Datei nochmal so sehen, ist natürlich das mit 60 Bildern die Sekunde etwas anders, denn die geht 2 Minuten, also doppelt so lang, und hat trotz alledem eine ordentliche Kilobits-Rate. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, gucken wir uns mal ganz kurz die 4K-Datei an mit 60 Bildern die Sekunde. Das ist auf jeden Fall, wow,
Das ist auf jeden Fall ein Detailreichtum, den man darüber sieht. Okay, machen wir Vollbild hier. Achso, hat er schon? Nee. Jetzt hat er Vollbild. Sehr gut. Da sehen wir auf jeden Fall, was das Galaxy S9 zu leisten imstande ist. Also da bin ich jetzt schon echt erstaunt, wie krass gut die Auflösung natürlich darüber ist. Aber darum geht es ja in dem Moment jetzt gar nicht, sondern es geht eigentlich nur darum, dass die 4K-Datei auch ohne Probleme wiedergegeben werden kann. Und wer das natürlich jetzt nicht glauben sollte, da können wir natürlich mal ganz kurz hier schauen. Gehen wir mal zurück. Gehen wir hier mal dann auf Grafikeinstellungen. Und dann gucken wir uns mal genau an, was das Display hier gerade leisten muss. Der Lenovo hat eigentlich nur ein Full-HD-Display. Warum das hier bei 4K steht, kann ich mir selber nicht erklären. Wenn ich aber auf digitales Display gehe, überall 60 Hertz, ist das also kein großes Problem. Das heißt, die 4K-Datei wird weiterhin immer noch abgespielt. Ist auf jeden Fall schön krass und detailliert, was man darüber sieht. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und natürlich wird der Laptop beim Arbeiten gleichzeitig noch darüber geladen. Und hier steht jetzt 45 Minuten. Ja, warum er das jetzt macht? Ich meine, der ist gerade am Rechnen. Der Core i7 hat trotzdem noch ein bisschen was zu arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall mal eine ganz interessante Sache, was man denn sich hier so aneignen kann. Und da steht es nochmal 4K, 60 Bilder. Ich habe es extra so benannt, damit man es auch glaubt. Ist also kein Problem, über dieses Kabel auszugeben. Thunderbolt 3 heißt dann dementsprechend auch, dass man eine externe Grafikkarte an sein Convertible oder auch Ultrabook anschließen kann. Oder auch an sein MacBook, wenn man das Ganze denn nun möchte. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich verlinke euch das Kabel wie immer mal in der Beschreibung. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review Lab Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.